In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Hi ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Was habe ich hier? Pickel? Ja, ich habe gerade gekocht. Bei uns gibt es frischen Bohneneintopf mit Reis. Den Reis habe ich aber noch nicht gemacht. Hakan kommt jetzt zu uns. Habe ich euch, glaube ich, erzählt, ne? Weil meine Mutter Besuch bekommt und der nicht zu Hause bleiben wollte. Deswegen habe ich gesagt, dann kommt zu uns, dann fahren wir in die Arkaden. Aber der braucht auch Kaffee. Ich muss Kaffee kaufen. Ja. Wir haben heute Samstag. Und ohne geht schön Torbe hat eine. Ja, komm da. Was wolltest du, warum geht es Runachi? Genau, ich wollte eigentlich nach Mahjong machen. Ich habe auch alles zu Hause da, aber das Wichtigste nicht. Hackfleisch. Lina, nein. Nimm die Tüte rein. Geht Torbe Koi. Ich habe auch die Wäsche schon aufgehangen. Und ja, ich muss jetzt warten, bis Hakan kommt und dann muss ich warten, bis hier mein Eintopf fertig ist. Ich muss meine Haare auch machen. Ich habe so geschlafen und bin so aufgewacht. Ihr Lieben, ich bin sowas von zufrieden mit dieser Brille. Die ist ja von MVMT. Die hatten wir jetzt zugeschickt bekommen mit Audioslo zusammen. Ich liebe diese Brille. Die ist so hochwertig. Genau, also ich bin sehr, sehr zufrieden. Audit hat, ich wollte eigentlich gar keine Brille bestellen für mich. Aber ich bin jetzt so froh, dass ich eine bestellt habe, weil Audit hat schon eine. Und jetzt für den Urlaub ist das perfekt. Ne, Schatzi? Audit schläft immer noch. Wir haben übrigens 14 Uhr. Voll krass, ne? Aber er ist anscheinend müde. Und ich freue mich auf unseren Urlaub. Ich glaube, noch 5 Tage und dann sind wir weg. Das Doofe ist, wir fliegen um 3.40 Uhr nachts und sind um 8.15 Uhr dort. Ja, und der Check-in ist erst ab 14 Uhr. Ich hoffe, wir kommen früher rein. Aber unsere Beraterin meinte, sie klärt alles für uns ab. Das ist ja super. Und ja, was noch? Ich hoffe, Lina schläft durch. Sie hat ja auch ihren eigenen Sitzplatz. Genau. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall auf morgen, wenn ich Lachmatschen machen kann, weil ich will das schon seit Wochen alleine mal machen. Ich habe das ja mit meiner Mama gemacht, aber jetzt alleine freue ich mich schon. Ist ja nicht so schwer, ne? Ist ein bisschen aufwendig, aber wenn du einen Zerkleiner zu Hause hast, ist alles gut. So sieht übrigens mein Eintopf aus, das kann ich euch mal zeigen. Da-da-da-da. Sieht man das? Ja, oder? Oh. Der ist aber noch nicht richtig durch. Ich warte jetzt noch ein bisschen. Ich habe auch gesagt, soll ich schon mal den Reis machen? Der macht aber nein. Ja, jetzt. Genau, der hat ja wahrscheinlich keinen Hunger. Für ihn ist wichtig jetzt Kaffee, Kaffee, Kaffee. Ich überlege auch die ganze Zeit, ob ich noch was brauche, dass ich was kaufe. Aber ich glaube, ich brauche nichts mehr. So ihr Lieben, wir sind jetzt wieder zu Hause. Ich habe einiges gekauft. Ich zeige euch das mal. Und zwar habe ich als erstes für die Kamera ein neues Stativ gekauft. Meins ist kaputt gegangen letzte Woche. Ich wollte eigentlich das größere kaufen, das war aber rot. Und warum guckst du mich an? Hafer guckt mich gerade voll an. Ich kann mich gar nicht konzentrieren. Ja, das andere war so groß. Aber auch der meinte, nimm was, was in deine Tasche passt. Deswegen habe ich das kleine genommen. Dann habe ich für Lina für das Flugzeug hier dieses bunte Malbuch mitgenommen. Da sind auch schon die Farben vorgemalt. Das fällt dir dann bestimmt auch leichter. Dann habe ich gekauft Buntstifte für sie von Bic. Die haben auch 3 Euro gekostet. Achso, das Malheft hat 3,99 Euro gekostet. Habe ich bei ist das Meiersche oder Thalia gekauft? Keine Ahnung. Das hat keine Ahnung, wie viel gekostet. Dann habe ich Hackfleisch gekauft. Ich mache morgen und Tomaten für den Salat. So, dann hat
Lina sich diese Chips ausgesucht, während ich schon bezahlt habe. Dann habe ich schnell gekauft. Zweimal Sekundenkleber. Das hat Hartmann gekauft. Und für Order gab es Kaffeecreme. Ich finde das so arschteuer, ne? Die Packung hat jetzt 5 Euro gekostet, eiskalt. Richtig assi. Da denkst du dir so, die Maschine taugt was, aber der Kaffee schmeckt nicht und Kapseln sind auch noch arschteuer. Ja, so ist das halt, ne? Ich hab so Durst. Ach. So, ihr Lieben, wir chillen jetzt hier und das Stativ sieht ganz gut aus. Oh ja, also ich bin zufrieden bis jetzt. Was esst du da? Guck mal, wie du aussiehst. Ja, guck mal, deinen Mund. Chabukie, back akio. Lina ist momentan so eisverrückt. Ja, das ist grün. Sag mal grün. Grün. Da. Grün sind alle deine Blätter. Grün ist alles, was du hältst. Oh, Lina, Mama ist müde. Lina hat heute gar keinen Mittagsschlaf. Also das heißt, um 8 Uhr geht sie schlafen. Na, Schatzi? Okay? Sag okay. 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 Aber nicht gleich rumheulen, ne? So, jetzt müssen wir den Mund ein bisschen sauber machen. Oh, mit Spaß. So. Mit Spaß. Eis. Ja, Eis. Hoppala. Übrigens, betet für uns, dass wir hoffentlich nach dem Urlaub, so 2 Monate danach, dass wir nach Istanbul fliegen. Und wenn ich Glück habe, dann kommt meine Schwiegermama auch und die ganze Familie von Audel, also Schwester, Bruder und bla bla. Und dann können wir die endlich kennenlernen. Aber ich hoffe, das klappt auch alles so, ne? Ja. Eigentlich wollten die nach Antalya, aber das hat 7000 Euro gekostet für 8 Personen und das ist arschteuer. Wir haben nur 1000 Euro bezahlt. Hi, du dir was bau. Hast du gebaut heute? Ja, Babybett. Was hast du denn gebaut? Baum, Busch. Als so, du bist mit der Bahn gefahren, ne? Ja. Ja, du bist mit der Bahn gefahren, ne? Ja. Und wie war's? Schön? Ja. Was denn? Ja. Nee, das da. Oder hat man. Da. Baum, Babybett. Ja, Schatz. Aber du. Was machst du? Aber. Was macht der hier? Aber. Der ist mit dem Handy beschäftigt, ne? Ja, aber. Ja. Aber. Ja, du bist nicht normal. Nee. Ey, früher haben wir für 1 Kilo 1,99 bezahlt für die Wassermelone und jetzt zahlst du für eine Wassermelone 1,99. Richtig asozial, ja. Die Kirschen, ne, kosten pro Kilo 9,99 Euro beim Türken. Also so. Ja, und Mickey Mouse. Also? Und Mickey Mouse. Ja, das sind Zahnbürsten, ne? Oh, na, du. Oh, Baby. Baby. Oh. La. Ja, bitte, gib mir mal. Okay, jetzt nochmal bitte Tschüss. Machen wir Sticker. Tschüss. Wie das denn? So, ihr Lieben, wir haben schon keine Ahnung, wie viel Uhr. Auf jeden Fall über 0 Uhr. Ja. Ich habe vor 2-3 Stunden das Taxiunternehmen angerufen, also Privattaxi, damit die uns auch
von zu Hause aus abholen. Der meinte jetzt, wenn sie einen Großwagen wollen, dann kostet das natürlich mehr. Aber wir brauchen ja einen Großwagen mit Kinderwagen und 2-3 Koffern. Deswegen, was muss, das muss. Und wir fahren ja in der Nacht. Da will ich auch keinen wecken und sagen, hey, fahr mich mal kurz zum Flughafen bei uns. Und das Gute ist, die haben halt auch Maxi-Cosis und Kindersitze im Auto, ne? Ja, wir sind nämlich auch vorletztes Jahr mit dem Fahren und deswegen schadet uns das nicht, wenn wir 20 Euro zahlen. Ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall schlafen. Ich bin auch müde. Und hier, Nina ist auch noch voll aktiv. Naja, ich werde auf jeden Fall morgen weiterfilmen. Also jetzt gleich geht's weiter für euch. Bis gleich.
So ihr Lieben, ich bin endlich fertig mit unserem Nachmarschen. Wir waren heute in Mülheim, da gab es ein Straßenfest und dann sind wir nach Hause gekommen. Ich habe Lahmacun gemacht. Das war beides doppelt so hoch. Also das würde eine 20-köpfige Familie auf jeden Fall satt machen, außer dass jetzt knapp die Hälfte mitgenommen für die Mitarbeiter. Ich habe ihm gesagt, wir sollen das mitnehmen, weil das ist viel zu viel für uns. Ich werde jetzt warten, bis ein Teil davon etwas abgekühlt ist und dann werde ich das in den Gefrierfach tun, damit wir das dann mit ins Flugzeug nehmen. Und ich bin am Arsch, Leute. Ich bin seit 2 Stunden dran und ich bin wirklich kaputt. Also hätte ich die Hälfte gemacht, hätte das uns auch gereicht. Ja, genau. Ich habe übrigens, ist mir eingefallen, dass ich noch für Auder Guthaben holen muss, damit wir uns so ein Flat machen können für Istanbul, sage ich, für Antalya. Und ich muss Paracetamol holen, falls ich Zahnschmerzen, Kopfschmerzen oder sonst was bekomme, damit ich was zum Einnehmen habe, weil ich weiß ja nicht, was ich in der Türkei nehmen darf und was nicht. Ja. Und ich habe gesehen, dass ein Tag bevor wir fliegen Feiertag ist. Das ist auch wunderschön, ne? Falls wir doch noch was brauchen, können wir ja nichts einkaufen. Deswegen müssen wir... Danke, mein Schatz. Deswegen müssen wir auf jeden Fall morgen nochmal alles abchecken. Dienstag oder Mittwoch dann einkaufen gehen. Und das ist übrigens... alles zum Aufräumen. Ich könnte heulen. Ach, ich habe meine Mutter eingeladen, aber sie meinte, dass da sie morgen arbeitet, also zum Fastenbruch, meinte sie, komm, können wir nicht kommen, weil es wird sonst viel zu spät. Und da konnte ich leider ja auch nichts sagen. Da habe ich gesagt, ja, okay, wie du möchtest. Ja, deswegen sind wir jetzt auf dem Lachmargen drauf sitzen geblieben. Und deswegen habe ich das jetzt auch dann gegeben, damit er das mitnimmt für die Arbeitskollegen. Was? Geschrieben, der will gleich vorbeikommen. Meinst du, lügt der oder stimmt das? Warum will der vorbeikommen? Wegen dem Essen. Wegen dem Essen? Sag auch, der ist nicht zu Hause. Geht. Ja, frag den mal, ob der wirklich vorbeikommen will. Hast du noch Lahmacun da? Ja. Ja, dann soll der zu dir kommen. Okay, dann schau. So ihr Lieben, ich mache jetzt hier das Badezimmer sauber. Ich will jeden Tag ein bisschen machen. Ich wollte eigentlich den Boden sauber wischen, aber ich habe einfach keine Kraft mehr und ich will mich auch nicht überanstrengen. Deswegen mache ich jetzt das Badezimmer sauber. Ich habe jetzt den Kalkreiniger von Desti das erste Mal benutzt. Der war eigentlich ganz gut. Damit habe ich jetzt hier die Badewanne sauber gemacht. Damit habe ich hier die Fliesen so ein bisschen sauber gemacht und den Waschbecken, Toilettendeckel, den Schrank und so, hier riecht es auch total frisch. Und den Spiegel habe ich mit dem Glasreiniger sauber gemacht. Genau, für die, die immer wieder fragen, beim Türken bekommt ihr das. Und auf keinen Fall bei Amazon bestellen. Bei Amazon kosten die Dinger 15 Euro und beim Türken kosten die 3 Euro. Also lasst euch nicht verarschen, Leute.